Mary Shelleys Frankenstein ist eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder kennt, weswegen ich nicht allzu viel dazu sagen muss, außer dass es von der interessanten Verfilmung, die Sony Pictures irgendwann einmal auf die großen Kinoleinwände geholt hat, auch ein deutschsprachiges Steelbook gibt. Eines, das offensichtlich so viele Leute interessiert hat, dass es jetzt auch um deutlich unter 10 Euro verramscht wird und dass wir uns jetzt dann näher anschauen können. Interessant ist der Film vor allem deswegen, weil inszeniert wurde er von freaking Shakespeare-Darsteller Kenneth Branagh, produziert von Francis Ford Coppola. Das Drehbuch stammt unter anderem von Frank Darabont, der mit The Shawshank Redemption, aka Die Verurteilten, in die Filmgeschichte eingegangen ist. Und die Hauptrollen spielen unter anderem Kenneth Branagh, John Cleese und Robert freaking De Niro. Also wenn das mal nicht ein interessantes Filmkonzept ist, dann weiß ich nicht. 1994 wurde das Ganze gedreht und jetzt eigentlich erst vor kurzem, 2017, um es genauer zu nehmen, als Steelbook veröffentlicht. Natürlich, wie von Sony Pictures gewohnt, mit einem Cover-Umleger, der da auch ein bisschen aufs Frontcover lappt und dieses massive FSK-Logo beherbergt, mit einem Frontcover, füge beliebige Beleidigung an dieser Stelle ein, wo mir eigentlich recht gut gefällt, wie der Filmtitel mit diesen Blitzen hier sich den metallischen Steelbook-Effekt zunutze macht. Das hat man eigentlich ganz clever gemacht. Auch die blauen Blitze nützen das Steelbook relativ gut. Trotzdem finde ich, dass ein Augenpaar jetzt nicht unbedingt das perfekt passende Cover-Artwork ist. Also da hätte ich mir dann tatsächlich etwas mehr erwartet. Insgesamt finde ich das Steelbook einfach nur nett. Es ist jetzt kein Design, wo man sich anspeibt dabei, aber es ist jetzt auch keins, das mir wirklich gut gefällt. Auch auf dem Backcover ist es dann noch unspannender. Da sehen wir wieder diese ganz komische Aura, die unglaublich billige Steelbook-Artworks immer noch haben. Außerdem einfach hier nur mehr oder weniger das Bild von Frankensteins Monster, bevor es zu Frankensteins Monster wird, auf der Bahre. Wow, spannend. Vor allem, wenn ich das ein bisschen weiter weghalte und man quasi sieht, wie viel Platz auf diesem Steelbook noch verfügbar gewesen wäre. Ganz ehrlich, mein Zeichenlehrer hätte damals, wenn ich ihm das am Ende einer Stunde gebe, gemeint, ja passt, und jetzt machst du davon noch das restliche Bild voll, gell? Aber irgendwie auch ein nettes, fast durchgehendes Artwork, aber trotzdem eigentlich eher mau. Drinnen wartet dann einerseits der Film auf der Disc mit quasi dem Frontcover-Artwork, auch als Disc-Artwork. Dieses Steelbook geht so schnell auf, das ist unpackbar. Da hat dieser Plastik, wie sagt man dazu, Scharnier von dem Steelbook, die überhaupt keinen Widerstand, das ist fast gruselig. Als Innenartwork hat man da ein nettes Bild eigentlich genommen, das auch so ein bisschen diese Blautöne vorherrschend hat. Das ist eigentlich recht gut gelungen. Finde ich innen ganz nett, wenn man ganz ehrlich dieses Steelbook um 6 bis 7 Euro kriegt, so wie ich. Finde ich, kann man da zuschlagen. Ansonsten, wenn das wesentlich teurer ist, außerhalb eben von irgendeiner Aktion, dann würde ich in dem Fall tatsächlich auch eher die Emery nehmen. Aber der Film ist, glaube ich, definitiv einer, den man in seine eigene Sammlung aufnehmen kann.